SSCC Audiocast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SCC Audiocast. Was für ein Spiel. Lange Ballwechsel, eine tolle Stimmung und ein Kampf bis zum letzten Punkt im Tiebreak mit dem besseren Ende für Berlins Volleyballteam Nummer 1. Am Mittwochabend gewann der SCC das Hinspiel in der dritten Runde des Challenge Cup gegen CAI Teruel mit 3:2. Auch wenn das optimale Ergebnis nicht zustande kam, das Minimalziel wurde mit einem Sieg erreicht und für die Zuschauer hatte sich der Besuch in der Sömmeringhalle gelohnt. Nächsten Mittwoch am 17. Dezember muss die Mannschaft beim Rückspiel in der spanischen Kleinstadt erneut ihren Kampfgeist beweisen. Der Sieger steht im Achtelfinale. Der wahrscheinliche Gegner wäre dann Galatasaray Istanbul, da das Team aus der türkischen Hauptstadt bereits das Hinspiel auswärts für sich entscheiden konnte. Heute wollen wir die Zeit nutzen und uns mit dem Mann beschäftigen, ohne den Trainer Michael Warm ein echtes Problem hätte. Er ist der Analytiker des Teams, beherrscht die Zahlen jedes einzelnen Spielers genau und hat immer rechtzeitig die Fakten zum nächsten Gegner parat. Die Rede ist von Andreas Neske, dem Co-Trainer des SCC. Ob man für seine Arbeit Mathematik studieren muss oder zumindest das kleine 1x1 beherrschen sollte, erklärt er uns nun. Man muss ein bisschen was vom Volleyball verstehen und ein bisschen sortiert denken können. Dass ich Mathematiker bin, hilft vielleicht, aber ist keine Vorbedingung dafür. Und was umfasst nun genau der Arbeitsbereich von Co-Trainer Andreas Neske? Also es gibt im Grunde zwei Bereiche. Das eine ist während des Spiels, da sitze ich auf der Bank. Im Wesentlichen schaue ich mir so Gegner und eigene Mannschaft an, Übersichten, Qualitäten der einzelnen Aktionen, Richtungen der Angriffe. Versuche ein bisschen den Aufschlag zu dirigieren, auch die schwächeren Annahmespieler beim Gegner. Und rede dann in den Auszeiten mit einzelnen Spielern oder mit dem Libero oder mit dem Mittelblocker. Das ist das eine während des Spiels. Und vor und nach dem Spiel bin ich halt auch Scout, wie man so sagt. Also derjenige, der die Spiele beobachtet, die eigenen Spiele vorbereitet, die Spiele vom Gegner, vom Nächsten anschaut, mithilfe von Programmen und Computern versucht, möglichst viele Informationen rauszuholen. Auch beim DVV-Pokal-Viertelfinale werden seine Fähigkeiten wieder gefragt sein. Diesen Sonntag, 16 Uhr, trifft der SCC im Viertelfinale auf die Wuppertal Titans. Ein erfolgreiches Abschneiden und die Spieler wären nur noch einen weiteren Sieg vom Finale in Halle Westfalen entfernt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Sömmeringhalle. Natürlich finden Sie eine Wegbeschreibung und alle weiteren Infos zum SCC Berlin auch im Internet www.scc-volleyball.de. Auf die nächste Audiocast-Episode können Sie sich besonders freuen. Es wird ein Weihnachtsspecial geben. Bis dahin!